So, ich grüße euch zu diesem Video. Den Hintergrund kann ich an sich ignorieren und das Spiel, was ich jetzt gespielt habe, geht es eigentlich überhaupt nicht. Denn mir ist was durch den Kopf gegangen, das wollte ich einfach mal in die Community mit reinwerfen, beziehungsweise vielleicht hat auch jemand eine schlaue Antwort drauf. Und so habe ich ein bisschen über das Elo-System nachgedacht in Age of Empires. Es ist ja so, wie auch in vielen anderen Bereichen, man kennt es ja aus dem Schach vielleicht, dass es eine Elo gibt. Die soll ungefähr anzeigen, wie gut jemand spielt. Und das System ist ja so, es wird ein Schadelo festgelegt, das ist in der HD-Version 1600 und in der Definitive Edition ist es 1000, also 10 mal 100. Und der Gedanke dahinter ist so, wenn ich zum Beispiel jetzt gegen einen spiele, 1 gegen 1 und ich bekomme 14 Elo-Punkte, verliert der andere 14 Elo-Punkte wiederum. Was heißt, im Durchschnitt genommen, wenn wir beide Werte zusammennehmen und ich zwei teilen, sind wir noch bei 1000. Was halt eben auch heißt, logischerweise, also mathematisch gesehen, dass die Anfangs-Elo, mit der wir starten, auch der Durchschnitts-Elo entspricht. Genau, und mir ist jetzt durch den Kopf gegangen, weil ich vorhin eine Idee hatte, ob überhaupt die Durchschnitts-Elo noch ist im Endeffekt. Weil ich hatte mir überlegt, was ist denn jetzt mit Leuten wie Chengo zum Beispiel, die jetzt auf 1500er, 1600er, 1700er Niveau etc. sind. Denn wenn man das dann mit einer Person ausgleichen wollte, der hat also 500, 600 Punkte mehr, müsste normalerweise halt jemand, also wenn es halt wirklich bloß eine Person ist, müsste jemand ankommen und der müsste halt 500 Elo haben oder 400 Elo haben, dass es immer noch quasi sich aufwiegt, das Ganze. Und ich hatte so überlegt gehabt, ja, was ist denn, wenn Leute aus dem Spiel rausgehen? Wenn zum Beispiel jemand halt auf 400 Elo runtergestiegen ist, der hat bloß verloren, der hat 40 Spiele gemacht, alle hat er verloren und hat irgendwann einfach keinen Bock mehr gehabt, ist dann bei 400 Elo angekommen. Denn der gibt ja quasi der Community 600 Punkte, beziehungsweise wirft 600 Punkte in die Schale mit rein. Heißt also, wenn der einen Haufen Spiele verliert und Elo auf andere Spieler quasi abgibt und dann das Spiel verlässt, dann ist quasi Durchschnitts-Elo ein bisschen gestiegen. Genau, und das ist halt eine Sache. Und ja, die Sache ist halt, wie gesagt, für jeden, der halt dann so runtergefallen ist, der hat 600 Punkte verloren hat, muss halt jemand aussteigen, der 1600 Punkte hat, theoretisch. Die Sache ist halt nur, was ist denn wahrscheinlicher? Ist es wahrscheinlicher, dass jemand, der schon lange das Spiel spielt, der richtig gut ist, der die ganzen Bild oder etc. drauf hat, der sich mit den Civs und so weiter auskennt, der schon hunderte, wenn nicht tausend Stunden gespielt hat, ist es denn wahrscheinlicher, dass so ein Mensch rausgeht und quasi 600 Elo von der Schale nimmt? Oder ist es wahrscheinlicher, dass jemand, der sehr viel verloren hat, irgendwann sagt, nee, ich habe auf das Spiel keinen Bock mehr? Denn so wie ich das sehe, gerade die Leute, die extrem viel verlieren, die in dem Spiel nicht erfolgreich sind, verlassen noch viel eher das Spiel als jemand, der halt richtig gut ist. Was eigentlich im Endeffekt auch heißt, dass ja, die Durchschnitts-Elo halt dadurch steigt im Endeffekt. Ist natürlich jetzt schwer zu sagen, um wie viel. Aber angenommen, jeder fünfte Spieler zum Beispiel würde auf 400 Level runterfallen. Das ist natürlich nicht realistisch, die Zahl, aber jetzt mal nur grundsätzlich angenommen. Dann wären das halt 600 Elo-Punkte, die halt geschenkt würden an die Community. Und wenn das jeder fünfte Spieler wäre, also 20%, und die quitten danach, die spielen nie wieder, dann wäre dadurch theoretisch die Durchschnitts-Elo der verbleibenden Leute, die noch das Spiel spielen, wäre um 600 geteilt durch 5, also wäre um 120 quasi gestiegen. Was heißen würde, die Durchschnitts-Elo wäre dann in der HD-Version zum Beispiel 1720, beziehungsweise in der Definitive Edition wäre es dann halt 1120. Das ist mir so durch den Kopf gegangen, ob überhaupt die Durchschnitts-Elo ist. Wie gesagt, vielleicht hat da jemand noch eine gute Antwort zu. Und mir ist auch was anderes aufgefallen. Und zwar in der HD-Version ist es halt andersrum. Da habe ich den Eindruck, dass die Durchschnitts-Elo gesunken ist. Weil man in der HD-Version sehr, sehr, sehr viele Leute sieht, die sehr Noobs-Bereich unterwegs sind. Also auch 1100er, 1200er, teilweise auch Leute 100.000 Elo, die halt schon wirklich sehr schlecht sind. Also die jetzt in der Definitive Edition, keine Ahnung, jetzt 400 oder sowas Elo hätten. Also schon ziemlich schwach spielen auf jeden Fall. Und in den Lobbys, die ich mal so sehe, wenn ich mich durchklicke, die meisten Elos, die sind so zwischen 14 und 1600. Also ich sehe sehr, sehr viele 1400er und 1500er Spieler. Und da ist mir etwas anderes durch den Kopf gegangen, beziehungsweise eigentlich das Gleiche, bloß halt andersrum, dass dort ja auch sehr, sehr viele gute Spieler weggegangen sind. Weil man sieht mal ab und zu ein paar Leute, die so über 2000 sind, aber das ist schon ziemlich selten auf jeden Fall. Also wenn ich mir überlege, okay, wenn die halt 2000 Elo, müsste ja ein anderer mit 1200 unterwegs sein. Aber man sieht halt viel, viel, viel mehr 1200er als 2000er. Und ja, die Leute, die halt kompetitiv spielen, die wollen natürlich eine Herausforderung haben, die wollen aber auch volle Lobbys haben, die wollen mit einer Community unterwegs sein.
die einem immer wieder auch Nachschub bietet an neuen Leuten halt, an interessanten Partnern. Denn wenn man erstmal auf einem hohen Niveau angekommen ist, also ich glaube, wenn er in der Version zum Beispiel mit 2001 unterwegs ist, der ist dort sehr, sehr einsam, weil es halt, wie gesagt, dort sehr wenige gibt. Und dadurch sind halt ganz, ganz, ganz viele gute Spieler, nämlich von der HD-Version auf die Definitive umgewechselt, die auch nicht mehr zurückkommen werden wahrscheinlich. Und die auch nur noch Definitive spielen, die HD-Version gar nicht mehr spielen. Was ja heißt, für jeden halt, wie gesagt, von denen, der dort abgeschöpft ist, dass es halt von dem Pool, die noch übrig bleiben, halt, ja, dass es da 400, 500 Punkte weggenommen hat. Und das ist so das, was ich eben beobachtet habe, dass ich denke, der Durchschnitt ist gar nicht so mehr die Startzahl, was ja eigentlich, wie gesagt, mathematisch richtig wäre, sondern die Durchschnitts-Elo ist halt, ich würde sagen, in der HD-Version vielleicht 1500. Denn ja, wenn ich halt auch so schaue, ich bin auch kein durchschnittlicher Spieler, also ich bin schon besser als die allermeisten dort. Und ich bin immer so zwischen 1600 und 1700 Elo. Ich war mal bei 1750 gewesen, aber ich spiele auch schon so dieses Niveau, also 1650, sowas in die Richtung. Aber kann damit halt die meisten Leute dort besiegen. Das konnte man als Inflation der Elo sehen. Und ich habe jetzt überlegt, was halt wirklich jetzt die Durchschnitts-Elo ist in der Definitive Edition. Denn wie gesagt, in der AD-Version sind so viele gute Spieler rausgesprungen, dass ich einfach mal sagen würde, so wie die Elo-Zahl, den Elo-Pool abgeschöpft haben, dass sich auf jeden Fall der Durchschnitt auch verändert hat. Ist natürlich auch sehr schwer zu schauen, wer spielt noch alles, wer ist aktiv, was haben die für ein Elo, vielleicht gibt es auch eine Seite, wo man das einlesen kann. Also ich weiß, es gibt zu Age of Empires irgendwie so ein paar Stats-Seiten, aber da kann man dann eher einsehen, wer was gespielt hat, also welches Civ gespielt hat, wie viel gewonnen hat und verloren hat damit. Ich weiß nicht, ob man da auch die allgemeine Durchschnitts-Elo von den Leuten insgesamt sich anschauen kann. Das wäre mal interessant. Aber ja, das ist halt bloß das, wie gesagt, was mir aufgefallen ist. Also ich glaube, in der D-Version ist halt die Durchschnitts-Elo ziemlich gedroppt um 100, wenn nicht 150 Punkte, weil einfach zu viele gute weggegangen sind. Und ich weiß, in der Definitive Edition, ich weiß gar nicht, ob das sehr gedroppt ist, weil ich habe auch gesehen, bei T90 zum Beispiel, wenn er Videos hochlädt, T90 Official, dass der halt auch da sehr viele Sachen macht. Der hat jetzt eine Reihe, die heißt Low Elo Legends. Das sind halt auch Leute, die teilweise eine Elo haben von 400, 300 oder noch weniger. Also ich würde schon sagen, dass da auch einige unterwegs sind in diesem Bereich. Aber auch hier irgendwie habe ich den Eindruck, dass ja, viele dort Elo in die Schale reingeworfen haben, die sie nicht mehr zurückbekommen werden, weil die halt extrem gefallen sind. Und wie gesagt, auch eine Definitive Edition halte ich es für wahrscheinlicher, dass halt Leute irgendwann quitten, wenn die halt immer sehr viel Misserfolg haben, als dass Leute quitten, die immer sehr gut gespielt haben. Ich meine, klar, auch das gibt's, wenn die Leute einfach dann irgendwie keine Zeit mehr haben, die haben dann bekommen Kinder oder was, wo die sich drum kümmern müssen, oder die haben einfach keine Lust mehr auf das Spiel, das gibt's ja auch immer. Gut, das ist mir jetzt auch so durch den Kopf gegangen. Ich weiß nicht, ob ich das Video auch jetzt so hochladen werde, beziehungsweise ob ich da noch was schneiden werde, etc. Weil es jetzt ein bisschen unorganisiert war. Aber ich wollte einfach bloß diese Debatte so ein bisschen anstoßen, ob die Durchschnitts-Elo die Durchschnitts-Elo ist. Einfach aufgrund dessen, dass halt, wie gesagt, einige stark zugeben zur Waage und andere nehmen halt weg dann. Und es ist halt mir sehr aufgefallen, dass halt, wie gesagt, in der HD-Version die Durchschnittsspieler oder die übrig gebliebenen Spieler im Schnitt wahrscheinlich doch deutlich unter 1600 sind. Man kann das dann mal aussehen aus Spaß, die Lobbys sind da gar nicht so voll. Manchmal haben wir auch so 10, 12, 20 Lobbys. Man kann ja da mal reinschauen, einfach mal zusammenzählen, was es ungefähr für ein Elo sein könnte. Ich glaube, das mache ich jetzt auch gleich mal. Ich mache hier mal einen ganz kurzen Cut. Dann spiele ich mal in die HD-Version und gucke einfach mal, was da so theoretisch überschlagen die Durchschnitts-Elo sein könnte. Ich weiß zwar jetzt auch nicht, ob der heutige Abend jetzt statistisch gesehen ausschlaggebend ist. Manchmal haben wir auch Abende, wo dann sehr viele schwache Spieler unterwegs sind und oder teilweise auch Abende, wo sehr, sehr viele gute Spieler unterwegs sind. Also 1800er sind nicht so selten in der HD-Version. Aber ich gucke auch Spaß gleich nochmal in die HD-Version mit rein. Es würde mich jetzt einfach mal interessieren, was da für ein Pool gerade heute unterwegs ist. Einen Moment, ich pausiere mal hier und bin gleich zurück für euch. So, und da bin ich schon wieder mit zurück. Ich gehe jetzt mal in den Lobby-Browser mit rein. Mal durch. Okay, heute sind doch einige Spiele. Häufig sind es nicht so viele. Ja, hier ist nämlich schon der erste 1296er. Okay, der ist 1646, also ein bisschen drüber. Der ist drunter. Hier kann ich es gerade nicht einsehen. Okay, gut, hier sind schon noch ein paar 1700er mit unterwegs. Aber ich würde schon sagen, bis jetzt, was man gesehen hat, eher unter 1600 der Schnitt. Hier ist ein 1050er, 1200er wieder. Okay, hier ist einer, der ist ziemlich smurf, der spielt eigentlich halbwegs sinnlich, Turboman. Aber auch hier 1281, 1590, 1160, alle unter Durchschnitt, also unter mathematischem Durchschnitt, der jetzt 1600 sein müsste.
Der zwar nicht weiter, man weiß auch nicht, wie viele Spiele das sind. Hier, 15,29, Black Forest, 11,70. Ich meine, weil der allein ist ja auch schon durch wieder runter, das sind schon wieder 400 Punkte, die dort fehlen im Endeffekt. Ich meine, also selbst wenn wir 10 Spiele nehmen würden und die sind alle 1600er, würde er alleine schon, da halt 430 fehlen, würde er halt die Durchschnittselo um 34, 110, werden wir also bei 1557. Ich gehe mal hier durch. Okay, hier ist mal ein 2000er, das ist selten. Die sind auch alle wieder unter der Start-Elo, also unter Durchschnitts-Elo. Gut, der ist ein bisschen drüber, aber auch nicht weit, dass es den anderen hier ausgleichen würde. Auch ansatzweise. Hier ist mal 1900er, okay. Ist noch ein 1700er, okay. Aber die auch wieder 1200, 83, 1292. Das sind alles Nostalgie-Spieler. Ich habe das ja auch lange mit Durengard gespielt. In der D-Version, einfach weil wir dieses Nostalgie-Feeling sehr gemocht haben. Abgesehen davon, dass Durengard ein Problem mit seinem Laptop hatte, dass es nicht spielen konnte, weil der zu heiß geworden ist. 1572. Okay, gut, hier sind wieder einige drüber. 55 drüber, 89 drüber. Aber der ist halt auch schon wieder hier, 64 drunter. Also die Lobby, die ist ein bisschen über dem mathematischen Schnitt, aber ich würde sagen, die sind deutlich über dem Schnitt der Spieler, die man jetzt erwartet. Also, das sind für mich auf jeden Fall deutlich überdurchschnittliche Spieler. Ich kenne den Lucien zum Beispiel, ich kenne auch den Azrael, habe auch mit Dark schon öfters gespielt, also ich kenne die Leute auch. Es sind auch nicht sehr viele, also wenn man so in den Bereich schaut, wenn man in so einem Bereich spielen möchte, plus minus 100 Elo-Punkte, sind das in der HD-Version Leute, die auch wirklich frequentiert ankommen, sind das 20 Leute oder so, also man kennt sich auf jeden Fall. Ich spiele es halt seit 3 Jahren ungefähr schon oder über 3 Jahre, dann kennt man irgendwann alle Leute, die unterwegs sind. Gut, der ist jetzt wieder relativ hoch mit 18,56. Der ist auch ein bisschen drüber oder ein gutes Stückchen, fast 200 drüber. Boah, aber hier sind auch wieder einige drunter. Ja, die sind auch wieder im Schnitt, also das gleicht sich aus. Plus 21, minus 20. Der ist nochmal minus 133, also minus 132 auch in dieser Lobby. Ich habe jetzt nicht alles zusammengezählt, was hier durchgeklickt hatte. Vielleicht will das mal irgendjemand machen, der in den Kommentaren das mit reinschreibt. Aber ihr habt auf jeden Fall gesehen, also es sind auch sehr, sehr viele Low-Elo-Leute unterwegs mit 1200 und teilweise auch darunter. Also ich habe jetzt nicht zusammengezählt. Ich mache es vielleicht nochmal nach dem Video, dass ich einfach alles hier zusammenzähle. Ich gehe nochmal alle Posten einzeln durch und rechne die zusammen und teile dann durch die Anzahl von den Leuten, die ich dann durchgezählt habe. Aber ich bin mir jetzt schon ganz sicher, das kommt nicht an 1600 dran. Also das, was ich jetzt durchgeschaut hatte, wenn ich schätzen müsste, ich würde sagen, irgendwas zwischen 1300 und 1400. 1320, 1350, irgendwas in die Richtung. Das sieht wahrscheinlich aus. Ja, weil das würde heißen, also wenn es unter 1400 ist, würde es ja heißen, dass es eine Elo-Inflation gab von 200 Punkten. Einfach dadurch, dass halt so viele gute Spieler gewechselt sind in die Definitive Edition. Und das macht es halt wirklich auch sehr schwierig, hier einzustufen. Wie gut ist man damit so im Verhältnis als Spieler? Denn man kann, ich kann jetzt schon ungefähr sagen, wenn jemand eine 1529er Elo hat, wie gut er spielen wird. Das ist natürlich auch immer im gewissen Rahmen. Manche sind auf dem Niveau und spielen besser, manche sind auf dem Niveau und spielen schlechter. Also man kann schon ungefähr abschätzen, wie gut die Leute sind. Aber wenn man das auf die Gesamtmasse sieht, auf die ganzen Leute auch, die das Spiel verlassen haben, dann ist es halt ein bisschen schwierig. Weil ich würde es ja auch sagen, wenn ich jetzt hier joine, ich habe schon eine sehr gute Elo eigentlich im Moment. Oder was heißt sehr gut, also eine vernünftig dezente, sage ich jetzt mal. Bin jetzt hier bei, weil hier das, das ist hier Deathmatch, das ist nicht der normale Modus. Gut, hier bin ich bei 1587. Ich habe sonst was, ich glaube, das ist halt 1680 oder sowas. Oh. Gut, ich werde dann nochmal aussehen, auf was für ein Durchschnitts-Elo wir hier kommen. Mir ist halt bloß aufgefallen, dass halt die Durchschnitts-Elo anscheinend nicht Durchschnitts-Elo ist, wie man es eigentlich mathematisch sehen müsste, theoretisch, weil einfach im einen Spiel werden zu viele schlechte Leute abgeschöpft, im anderen Spiel werden zu viele gute Leute abgeschöpft und das macht das halt ein bisschen merkwürdig. Vielleicht hat auch allgemein mathematisch noch einen Hintergrund oder kennt aus anderen Bereichen auch Elo-Zahlen und kann mir da ein bisschen mehr was zu sagen. Mir ist halt bloß dieses Phänomen aufgefallen und ich wollte mal
eine kleine Diskussion quasi anstoßen, ob die Durchschnitts-Elo überhaupt die Durchschnitts-Elo ist, weil ich immer wieder auch einen Eindruck habe, wenn ich, wie gesagt, wenn ich hier gegen 600 spiele, dass die deutlich über dem Durchschnitt sind. Und in der Definitive, ich weiß nicht, also. Na, wobei doch, ist schon ziemlich hart umkämpft im Ranked-Modus. Also ich würde schon sagen, dass dort. Ja, ich würde schon sagen, dass auch in der Definitive Edition ungefähr das stimmt. Dass 1000, also 900 bis 1100, das ist schon durchschnittlich. Aber es ist irgendwie auch schon lustig, weil die Spieler sind auch teilweise so stark schon dort. Ich meine, ein durchschnittlicher Spieler an der Definitive Edition kann problemlos eine extreme KI schlagen. Das ist an sich schon ziemlich krass. Also das sind alles schon solide Spieler irgendwie. Aber gut, Definitive ist halt auch wieder sehr kompetitiv im Endeffekt. Ja, gut, Entschuldigung, das ging mir jetzt was durch den Kopf. Ich wollte nicht gedanklich abschweifen. Ich danke euch fürs Zuschauen für ein Video, würde mich irgendwann noch oben freuen. Sehr gerne könnt ihr mich auch abonnieren oder einen Kommentar da lassen. Kommentar finde ich eigentlich am coolsten, was ihr davon denkt, ob ihr da noch wirklich einen sinnvollen Input irgendwie habt. Genau, also wenn das einer machen würde, würde mich sehr freuen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, für die Aufmerksamkeit und bis bald hoffentlich, genau.